Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 Minimaler Waterfang. Wir sind heute mal am Kori, an mit dem schönsten Gewässer, was es gibt. Und wir wollen heute mal ein bisschen angeln. Ich nehme mal hier zwei Tagestickets zur Not, falls mal was Größeres reingeht. Wir wollen heute mal ein bisschen gemütlich angeln hier am Kori, ein bisschen schleppen. Ich habe jetzt hier drauf dreimal den Snatcher. Ich mache mal Trolling Gang an. Ich habe jetzt hier drauf 19,1 Plurovorfach 45 cm, ne, weil die Hechte halt auch ab und zu mal durchbeißen. Auf den Snatcher habe ich jetzt mal hier die Standardhaken draufgelassen. Die Rage Travel S4 Rage Series sind auch sehr gute Haken von der Firma Berserk. Habe ich jetzt mal die S4er draufgelassen, weil falls wirklich mal so ein Hecht was abbeißt, wollen wir ja nicht die teuren Etalon-Haken verlieren. So, Bremse lasst ihr erstmal ein bisschen niedriger. Hier auf der anderen Route habe ich jetzt den blauen Snatcher drauf, auch das gleiche Vorfach. Gucken mal, wie das gleich funktioniert. Ich hoffe, dass das mit 19 Kilo Vorfach auch gut läuft. So, wir schleppen jetzt eigentlich am besten um die Insel rum, aber wir können halt auch mal ein bisschen hier so reinschleppen. Mal so in die Mitte. So, ich schmeiß die dritte Route auch nochmal aus. Hier habe ich jetzt auch 19 Kilo. Hier habe ich den... Oh, da kommt schon der erste Biss. Gucken, wie weit können wir hier gehen. Ein bisschen können wir noch mit der Bremse. Diese Hechte sind halt ab und zu immer mal dabei. Da kommt doch schon die erste Seeforelle. 2,2. Wir lenken mal ein bisschen. Ich hatte halt die beste Bissfrequenz hatte ich mit 15 Kilo Vorfach. Aber ich wollte jetzt mal testen, wegen den Hechten mal eine Nummer größer in Vorfach nehmen. Wir sind schon bei der Insel hier. Ja, ich bin gespannt, wie das jetzt läuft hier. Warte mal, habe ich hier alles audiomäßig. Passt alles soweit. Temperatur ist auch okay. Und vor allem, ich habe ja auch mehrere Fische springen sehen. Also sei es jetzt Regenbogenforelle, Seeforelle, Hecht und so weiter. Wir müssen jetzt mal ein bisschen um die Insel rum. Jetzt gerade nachmittags. Ja, bin gespannt, wie das jetzt hier läuft. Andere Routen sind noch ruhig. Wie gesagt, so eine richtige Route, wo man die Hechte vermeiden kann, gibt es jetzt nicht wirklich. Die kommen halt immer mal wieder. Die können auch hier unten bei der Insel immer mal wieder kommen. Auf jeden Fall gespannt, wann die Essen jetzt reinknallen hier. Ich denke mal so gegen frühen Abend eventuell nochmal. Ist gerade bewölkt hier. Gucken wir, ob wir auf dem Graben sind. Ja. Eigentlich direkt drin. Oh, hier haben wir schon mehr Biss. Kleines. An den Routen müssen wir halt immer mal gucken, ob da was dran ist. Aber Snatcher läuft wirklich sehr gut. Oh, da haben wir einen Biss auf der anderen Route. So einen kleinen Barsch. Oh, wir sind schon an der. Ah, ja, ja. Ich muss ein bisschen lenken hier. Noch eine kleine Seeforelle. Also gestern habe ich hier wirklich sehr viele schöne Bremsenfische gehabt. Und die Fische sind auch wirklich schön gesprungen. Wie auf Befehl hier. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht gestern im Stream. Schönes Turnier gemacht. So, sind wir noch auf Kurs hier so ein bisschen? Ja. Passt. Da oben wieder der Falke. Sieht man den eigentlich auch mal fliegen? Da hören tut man ihn auf jeden Fall, ne? Ein Biss hier. Oh, da war gerade ein Biss. Schade. Rechts haben wir nochmal einen Biss.
Wie gesagt, ich habe die 15 Kilo Vorfächer auch nochmal mit. Zur Not können wir nachher auch nochmal auf 15 gehen, wenn jetzt Frequenz nicht so doll sein sollte. Aber ich denke, wir warten den Abend auf jeden Fall nochmal ab, wie es sich jetzt entwickelt. Happy Hour hatte ich jetzt eh schon am Bernsteinsee gemacht. Läuft übrigens immer noch gut, der Bernsteinsee. Gerade der Steg 120, 155 mit Mais läuft sehr, sehr gut. Ich könnte auch mal Boilie probieren da, wenn die Happy Hour um ist. So, wo sind wir jetzt? Können wir euch gleich wieder einlenken. Was die Hechte halt bevorzugen, sind zum Beispiel diese Schilfreihen. Warte mal. Hier sind nicht so viel Schilfreien. Früher war hier mal alles voll mit Schilf. Aber auf jeden Fall da, wo Schilf ist, da sind auch gerne die Hechte. Oh, haben wir da was? Ja, kleineren. Finde ich auch gut, dass wir den Cory mal wieder ein bisschen belebt haben. Ja, ich bin echt gespannt, ob das jetzt hier gleich noch ein bisschen besser anläuft mit den Fischgrößen. Jetzt viele kleine gehabt. Mal ein bisschen drehen hier. 7,5er. Und so viele kleine hier. Noch nix. Wie gesagt, wir können auch mal hier so ein bisschen reinschleppen. Wir müssen jetzt nicht immer um die Insel rumschippern. Ich hatte hier gestern auch einfach kreuz und quer ein bisschen reingeschleppt. Und da ging es halt direkt gleich los. Bisher zwei Fische jetzt mit Haken, einen Chatgröße, einen kleinen. Ich würde sonst anschneiden, wenn wir mal den ersten besseren Biss haben. Und jetzt kommt eigentlich der Abend. Normalerweise sollte es jetzt eigentlich losgehen. Temperatur ist jetzt bei 9 Grad, ist eigentlich gut. Weil wenn man bedenkt, wie kalt das denn morgens ist. Ich weiß noch, auf jeden Fall ein bisschen schärfer drehen hier. Wo man der erste richtig reinknallt hier. Ich dachte, die Balsas laufen auch, aber ich probiere jetzt mal mit Snatcher. Was natürlich auch sein kann, dass das an den Haken liegt, ne? Weil ich jetzt hier die Rage Treble S4 Haken drauf habe. Das kann natürlich auch sein, dass die Haken denn die Standardhaken zu klein sind. Ich wollte halt nicht die teuren Ethalon drauf machen, wegen den Hechten. Ne, weil wenn man da drei so eine Ethalon Haken drauf hat, plus Köder, sind halt schon mal 200 Silber weg. Ne? Mal gucken, ob wir richtig sind. Ja, passt. Ich schneide auf jeden Fall mit ran, sobald hier mal ein bisschen Bissfrequenz losgeht. Wir haben jetzt mal ein bisschen besseren Fisch auf der rechten Route, aber keine Bremse. Guck mal, wie groß der ist. Boah, geht. Oh, das ist eine Regenbogenforelle. Oha, aber keine Chatgröße. Schade. Aber schöner Fisch. Schöner Fisch. So, jetzt haben wir einen in der Bremse. Hier war gerade einen in der Bremse. Oh, Alter! Alter, was war mit dem Fisch hier? Junge, der ist da richtig gejumpt, ey. Krass. Krass. Geil.
Junge, wie der gesprungen ist. Mega. Mega, geil. Jetzt haben wir einen guten Fisch dran hier. Ja, der frühe Abend, ne? Der bringt's, ey. Ein bisschen größer die Bremse machen hier. Bisschen erhöhen. Gucken, ob der nochmal... Oh, da springt der nächste Fisch. Ja, die Seeforellen, das ist geil. Die springen richtig geil. So, erstmal Tee trinken hier. Oh, da kommt er schon. Das ist eine Seeforelle. Fette Seeforelle, ne? Eieiei. Taucht er nochmal ab, ey. Taucht er, wollte er nochmal abtauchen. Aber wie der gejumpt ist, das war geil. Mega. Mal gucken, wie groß er ist. Oh, 8,2, ne? Ich glaube, ab 10 ist der schon drauf hier. Wir müssen erstmal drehen hier. Junge, Junge, Junge. Der hat mal einen Sprung gemacht, ey. Gucken hier, das sind kleinere. Sowas finde ich ja mega geil, wenn die springen, ne? Das ist so geil. Ist man halt so bei F4 halt nicht gewohnt. Man kennt das zwar, wenn die Störe, ne, quasi so ihren Kopf zeigen. Oh. Oder halt, sag ich mal, an der Oberfläche halt zu sehen sind und man dann so rätselt, na, was ist das für ein Stör und so. Aber so richtig springende Fische hatte man ja nicht in dem Spiel. Der Cory eignet sich dafür halt super. Jetzt auch gerade, ne, nach dem Weihnachtsupdate mit dem leiseren Schleppen, ne, dass der Motorsound nicht mehr so laut ist, macht das halt auch wesentlich mehr Spaß. Übrigens, es sind jetzt Geschäfte angekündigt, wo man so Stände und Läden, wo man Futtermischung kaufen kann, ne, für die Leute, die jetzt die Angelfutterzubereitung nicht so hoch geskillt haben, also quasi hier hier die Angelfutterzubereitung, die das halt nicht so hoch geskillt haben. Dafür soll es ein Geschäft geben und es soll ein Geschäft geben für die Kunstköderherstellung, ne, wo man dann selbstgemachte Kunstköder an einem Stand kaufen kann. Und diese Angelfutterzubereitung wird es wahrscheinlich auch laut Screenshot am Bärensee geben. Also, dass man am Bärensee auch nochmal zur Not Futter nachkaufen kann. Ne, weil am Bärensee ist ja kein Geschäft. Ja, das haben sich halt auch damals schon viele gewünscht. Da mal ein richtiges Geschäft ist es denn zwar immer noch nicht, aber wenigstens kann man dann mit der Futtermischung denn, ne, dass man da dann wenigstens eine Möglichkeit hat, das nachzukaufen. Ja, mal gucken, wann das kommt mit den Geschäften. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde wieder ranschneiden, sobald wieder was Besonderes hier passiert. Oh, da haben wir auch schon wieder einen besseren Biss hier auf der linken Route. Wieder hier unten am Graben. Vom 15-Meter-Bereich. Ja, geht, geht, geht. Meistens springen die Fische ja auf, wenn sie in der Bremse... Oh, schöne Regenbogenfrille. Meistens springen die Fische ja auf, wenn sie in der Bremse sind. Ja, dann so als Flucht-Dings, ne? Fluchtreflex, sag ich mal. Halt auch cool, wenn die so rausspringen und so mit dem Kopf dann so schütteln und damit dann quasi den Köder, ne, sag ich mal, eventuell den Köder halt loswerden. Wieder einen guten Biss. Der grüne Köder läuft richtig gut hier, der dunkelgrüne, der Snatcher 001. Oh, hier rechts auch einen guten Biss. Mal gespannt, ob hier irgendwann mal ein Hecht kommt, der uns das abbeißt. Mal eine Seeforelle. Akori ist wirklich... eins der schönsten Gewässer. Haben sie wirklich super gemacht, die Überarbeitung. Und jetzt, wo der auch ein bisschen belebt ist, ne, wo man ein bisschen besser fangen kann. Natürlich gut. Er macht das auch gleich doppelt so viel Spaß, ne, wenn man hier auch vernünftig was fängt. So, also noch einmal wieder gleich drehen hier. Wie gesagt, dass der Hecht die Montage durchbeißt, das hat jetzt nichts damit zu tun, wie groß der Hecht ist. Ne? Das kann auch ein 1-Kilo-Hecht kann euch auch die Montage durchbeißen. Ne? Hängt natürlich auch damit zusammen, wie groß ist euer Fluorovorfach, ne? Wie dick ist die Schnur. Weil wenn ihr zum Beispiel 27 oder über 30 Kilo Fluorovorfach habt,
Das kriegt der Hecht halt. Kann er zwar auch durchbeißen, auch gerade wenn er in der Bremse ist und wenn es wirklich ein großer Hecht ist. Klar, kann er das auch durchbeißen. Kann halt passieren. Aber zum Beispiel ein Stahlvorfach kann der Hecht auch. Also der beißt nicht quasi das Stahlvorfach durch, sondern der beißt, wenn er richtig groß ist, überbeißt er halt das Stahlvorfach. Es gibt ja Stahlvorfächer mit 15 cm und auch welche mit 30 cm. Können wir uns gleich hier nochmal angucken. Hier die Stahlvorfächer gehen hier dann halt bis 30, ne, bis 25, okay. Bis 25 cm. Und diese 15 Kilo Stahlvorfächer, die könnte der Hecht halt überbeißen, die 15 cm. Ne, wenn er jetzt groß genug ist und lang genug ist, sag ich mal, kann das halt auch passieren. Ne? Aber ansonsten, ich sag mal, also ich hab's wirklich noch nicht erlebt, dass ein Hecht mir, sag ich mal, 35 Kilo Fluorovorfach durchgebissen hat oder auch mal ein 43er oder so, habe ich jetzt noch nicht erlebt. Ich weiß, ich habe schon von einigen gehört, die an der Tunguska denn zum Beispiel schleppen waren, wo dann auch mal große Hechte, auch mal Super-Trophy-Hechte sowas mal dran waren, ne, die das dann quasi durchgebissen haben. Aber es ist halt auch mal so ein bisschen Zufall dabei. Der Hecht muss halt nicht jedes Mal, wenn er beißt, was durchbeißen. Man kann auch mal 10, 15 Hechte fangen und ja, und man hat halt keinen Köderverlust, sag ich mal. Ne. Also von daher. Wie gesagt, desto größer das Vorfach ist, desto dicker die Schnur ist, desto seltener beißt er das halt durch. Mal sehen, was jetzt hier noch geht. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön hier aus. Jetzt müssen wir den Chat noch wegkriegen. Oh, jetzt ist er weg. Sieht schick aus, auf jeden Fall. Das sieht sehr, sehr schick aus. Wir haben schon den nächsten Biss. Oh, passt eigentlich soweit. Wie gesagt, so ab 0 Uhr geht normalerweise die Bissfrequenz hier am Cori runter. Aber dafür morgens dann ab 4, 5 geht es eigentlich wieder richtig gut los. Und dann ist es auch richtig kühl. Gerade jetzt bei 10 Grad, die wir gerade haben, wird das morgen früh richtig kühl sein. Ich schätze mal 5, 6 Grad eventuell. Hier haben wir auch nochmal einen Biss. Auch keinen schlechten. Ach, hier rechts auch nochmal. Links auch nochmal. Nochmal Seeforelle. Aber wir sind jetzt auch schon bei 11 Fischen. Also Bissfrequenz passt soweit. Man hat richtig so den Ruck gesehen, als vorhin die 8 Kilo Seeforelle hier reingestiegen ist. Wo ist sie? Hier. Vor 8 Minuten. Hat man richtig gesehen an der Route, wie er einmal so zugepackt hat. Das ist schon echt geil. Ja, momentan gibt es auch keine andere Angelsimulation, die er hier wirklich das Wasser reichen kann. Ne? Also, da ist gerade auch, wie R4 sich jetzt weiterentwickelt, ne, mit den springenden Fischen, und wir hatten ja zu Weihnachten auch die Schnurphysik, glaube ich, noch gepatcht und sowas alles. Sieht schon alles sehr, sehr realistisch aus. Auch gerade hier mit dem Cori, ne, wirklich hübsch. Was man halt noch machen könnte, sind halt so mehr Leben reinbringen, also mehr Tiere, sage ich jetzt mal. Ne, so, so eine Wildtiere, die hier eventuell, oder Insekten, ne, oder ja, dass man halt auch ab und zu mal, weiß ich, einfach so einen Fisch springen sieht, ohne dass man ihn jetzt am Haken hat. Das wäre halt auch cool. Oder was mich halt auch richtig faszinieren würde, wäre halt auch bei den Karpfen oder auch bei den Störn. Ne? Bei den Karpfen zum Beispiel, dass man mal so im Drill oder einfach so auch außerhalb des Drills einfach mal so einen Karpfenrücken hochschwimmen sieht. Das wäre halt auch mega. Dass halt, wie gesagt, die Wässer ein bisschen mehr belebt werden. Man hat ja hier am Cori schon diese kleinen Fischschwärme, die drin sind. Das ist auf jeden Fall schon sehr cool. Aber das wäre auch noch sowas, was ich mir wünsche. So, da haben wir nochmal einen Biss auf der 1er-Route. Auch keinen schlechten. War jetzt keine Bremse, aber auf jeden Fall ist der schon ein bisschen besser. Wieder eine Seeforelle, glaube ich, ne?
Boah, 4,1. Die ist schon schön. So, was haben wir hier noch? Oh, eine Seeforelle. Okay, Seeforelle. 3,8. War jetzt mitten in der Nacht. So, da haben wir nochmal einen schönen Biss hier auf der linken Route. Direkt um 4 Uhr, 6 Grad haben wir jetzt hier. Bin gespannt, was wir da jetzt haben. Auf jeden Fall, oh, der ist gut. Der ist, oh, was ist das denn? Was ist das denn jetzt hier? Gerade so schwer gemacht. Gucken, ob der gleich noch, ah, das ist ein Seesaibling, ne? Der bringt natürlich gutes Silber jetzt. 3,9. Geht die Sonne wieder auf. Mal gucken, was jetzt gleich noch beißt. So, da haben wir jetzt den nächsten Biss auf der rechten Route. Mal gucken, was wir da haben. Oh, einen kleineren. Oh, oh, ein schönes Seewarnforelle. Sehr schön. Mal gespannt, wann hier mal ein größerer Seewarn kommt, weil Seewarn hatten wir jetzt gar nicht so viele gehabt. So, da haben wir nochmal... Oh. Könnte auch Chatgröße haben hier. Mal gucken. Oh, 2,1. So, hier nochmal einen kleineren. Gucken. Oh, der ist schon ein bisschen in der Bremse hier. Bremsen wir gleich ein bisschen erhöhen hier. Haben wir da jetzt auch einen Seesaibling? Auch wie schön das Wasser hier aussieht. Einfach mega hübsch. Mega hübsch. Und ich finde es halt auch gut, dass das Wasser so klar ist und dass man die Fische halt schon relativ früh sieht. Das ist halt typisch der ehemalige Kristallsee, ne? Wegen dem kristallklaren Wasser. So, hier haben wir auch nochmal schöneren Biss. Mal gucken, was da jetzt kommt. In der Seeforelle, glaube ich. Ja, Seeforellen sind halt die häufigsten Fische jetzt, ne? Aber der ist nicht schlecht. Boah, 5,8. Der ist nicht schlecht. So, hier ist jetzt auch gerade nochmal ein Fisch gesprungen. Gucken, ob der nochmal springt. Da springt er wieder. Was ist das jetzt? Ach, ein Hecht ist das. Ein 1 Kilo Hecht, siehst du. 1 Kilo Hecht, ey. Krass. Wie der springt, Junge. Der ist die ganze Zeit am Fighten. Finde ich ja cool, sowas. So, hier haben wir jetzt auch nochmal zwei Fische. An der linken Route ist auch nochmal einer dran. Auch nochmal, was ist das? Seewarn, was? Seewarnforelle, sogar Chatgröße jetzt. Was wir hier noch haben. Wir können auf jeden Fall nach einer Stunde mal verkaufen gehen. Und dann mal gucken, was wir an Silber verdient haben. Kaffeeaufträge habe ich jetzt, glaube ich, hier nicht gesehen. Also es kommt noch ein neuer Kaffeeauftrag rein. Aber gucken, ob der passt hier. Auf jeden Fall sind jetzt bei 27 Fischen in 42 Minuten. 8,2, 5,8, 4,1, 3,9, 3,8. Und dann geht es halt auf 2 Kilo runter. Gucken, was das denn an Silber bringt. Jetzt bei 43 Minuten. Oh, jetzt haben wir Bremse. Der war kurz in der Bremse. Oha, der scheint ein bisschen... Der scheint ein bisschen größer zu sein. Gucken, sieht man den schon? Noch nichts, ne? Ach, da ist er. Ja, irgendwie der Seesaibling was. Oh, ein Korski. Lol. Lol. 7,4. Nice. Nice. Sehr geil. Schön. Damit hätte ich jetzt auch nur gar nicht mehr gerechnet. Damit hätte ich ja jetzt nur gar nicht mehr gerechnet.
Einer der seltensten Fische hier mit der Regenbogenfrille an dem Gewässer. Schöne Sache. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. So, da haben wir nochmal einen besseren... einen besseren Biss. Aber lässt auch gleich am Anfang wieder nach, ne? Geht gut rein. Was ist das jetzt? Oh, eine schöne Regenbogenforelle. 3,8. Schön. Das ist schön. Ja, jetzt sind wir schon bei 31 Fischen in 50 Minuten mit dem Kowalski, mit ein paar Seewahn. 1, 2, 3 Seeforellen hier. Seesaiblinge waren jetzt auch ein paar dabei. Und alles, wie gesagt, mit Standardhaken hier. Alles hier mit den Standardhaken. Hier kann ich euch nochmal zeigen. Na, alles, keine Etalons drauf. Das läuft auf jeden Fall. Nochmal einen kleineren. Also ich denke, das Silber wird gut werden für die Stunde. Schöne Fische dabei gehabt. Ein bisschen gucken hier. Der hier? Oh, geht. Also sehr, sehr vielfältig auf jeden Fall. Klar, Seeforellen sind am meisten. Aber ansonsten sehr gut gemischt hier. So, jetzt haben wir mal Bremse auf der rechten Route. Bin gespannt, was da jetzt gleich kommt. Hier haben wir jetzt einen kleinen Hecht. Gucken, was... Oh, der ist ein bisschen besser auf jeden Fall. Was da jetzt kommt, ich sehe es halt noch nicht. Sieht aus wie eine Seeforelle, ne? Ja, Seeforelle, aber auch ein größerer schon, ne? Oh, 6,5. Das ist nicht schlecht. Der war doch super. 35 Fische jetzt schon und die Stunde ist immer noch nicht um. Bin jetzt bei 7 Minuten noch mit bis zum Ende der Stunde. So, ich würde sagen, wir beenden die Stunde jetzt. Fahren jetzt in Ruhe Richtung Bootsteg. Nehmen wir noch den wohl letzten Fisch mit. Schmeiß nochmal aus. Ich beiß da nochmal eine. Dann gucken wir mal, was wir jetzt verdient haben. Da kommt auch nochmal ein kleinerer. Rechts ist auch schon was dran. Ne, da ist nichts dran. So, bin mal gespannt. Wir sind jetzt gleich beim Bootsteg. Gehen wir mal direkt verkaufen. 39 Fische jetzt in 59 Minuten. Wie gesagt, hier 3 Regenbogenfrellen, 2 Chatgröße, 1 Kowalski, ein paar Seesaiblinge, Seewahn 3 Stück. Hechte waren jetzt nicht so viele. Halt sehr viele Seeforellen, ein paar Zwergmeren. Ja. So, dann gehen wir direkt verkaufen hier. Ob ich jetzt hier raus kann? Jo. So, wir gehen erstmal ans Kaffee gucken. Da haben wir natürlich nichts drin. Bachforelle habe ich auch gar keine gefangen. Barsch auch nicht. Nee. Können wir nichts abgeben. So, ich bin gespannt, was wir jetzt verdienen. 39 Fische in genau einer Stunde. So, und wir haben verdient. 362 Silber. Okay, ist jetzt nicht die Welt. Aber ist okay, denke ich, für einen Kori. Ist, denke ich mal, echt gutes Silber für einen Kori. Hier der Seesaibling bringt natürlich sehr viel. Die Seewaren bringen immer sehr gut. Die Regenbogenforellen geben sehr gut. Der Seesaibling, gucke ich mal. Ja, also der Chatgröße war, der war auch ein bisschen besser. Gut, dann gehen wir jetzt verkaufen. Warte, machen wir alle. Wollen wir mal Preis sortieren. Kann man mal hier einen Screenshot machen. Gut, das sollte erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten und wünsche euch auf jeden Fall auch viel Spaß an diesem wunderschönen Gewässer. Und ja,
Viel Spaß beim springende Fischen schauen.